Heute betrete ich Neuland. Der erste Glenburgie hat es auf meine Theke geschafft. 24 Jahre jung, von Gordon MacPhail, Einzelfassabfüllung aus dem First Fill Sherry Pantheon. Tja, ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Ein älterer Malt aus einem erst befüllten Sherryfass stand mal so auf meiner To-Do-Liste. Ich wusste nur noch nicht, wie ich das umsetzen soll. Ist ja nicht gerade günstig. Dann kam jetzt September 2020 ein paar neue Gordon MacPhail Abfüllungen raus und dabei war dieser Glenburgie. Also ihr merkt schon, ich habe mir nicht Glenburgie ausgesucht, sondern Glenburgie ist es dann geworden. Und da war eben dieses erstbefüllte Sherry Pantheon dabei. 24 Jahre, ja, ist ja schon was. Passte rein ins Beuteschema. Außerdem lerne ich so eine neue Brennerei kennen. Obwohl, ja, da sollte man eher einen jungen Malt nehmen, behaupte ich mal. Gut, 219 Euro kostet so ein Spaß, aber auch bei so einer Brennerei aus der zweiten Reihe. Das ist von mir nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur so vom Image der Brennereien her und vom Preisgefüge. Ihr wisst ganz genau, wenn das jetzt hier, ich übertreibe jetzt gerade mal, ein Laphroaig wäre, ein Springbank, ein Macallan, wären wir dann nochmal ganz woanders. Okay, Chivas Brothers Pinot Ricard, das habe ich mir noch notiert. Speyside, das wusste ich schon. Und ja, dabei will ich es jetzt auch belassen. 56,7 Volumenprozente. Sollte erstmal so genießbar sein. Okay, ich hole die Pulle noch raus, blende euch mal die Farbe ein. Sie ist dunkel, aber nicht pechschwarz. Und das macht mir schon wieder ein bisschen Mut. Ich frage mich ja immer, was wird aus so einem pechschwarzen Signatory Edward Dower werden? Diese 10-Jährigen zum Beispiel, die schon verdünnt, naja, einfach super dunkel sind, wenn man die so lange in so einem Fass lässt. Auf der einen Seite bin ich neugierig, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich es wirklich wissen will. Wo will ich mit der Flasche hin? Lassen wir die hier mal stehen. Das noch da. Und hier, wie gesagt, es ist noch nicht pechschwarz. Und das heißt, dass das Fass auf jeden Fall nicht übertrieben, ich sag's jetzt klischeehaft, feucht war bei der Befüllung. So. Sherry, Nuss. Keine starke Süße, eher eine säuerliche Note. Beerenfrüchte, rote Beerenfrüchte. Vorne steht irgendwas mit Pflaume drauf. Ich habe die Flaschen schon fotografiert, aber ja. Pflaumen sind ja nicht immer süß. Also es ist bei mir eher so, dass ich immer die kriege, die noch nicht so wirklich süß sind, sondern auch so einen säuerlichen Touch haben. Also auch das würde passen. Holz kommt durch, aber nicht zu viel. Meine Kirsche habe ich wieder, jetzt erst beim zweiten, dritten Mal riechen gehabt. Aber dazu diese säuerliche Note. Deshalb glaube ich nicht, dass jeder das als Kirsche beschreiben würde. Aber nach hinten wird es eben so vollmundig. Geht dann über in leichte alte Holzaromen. Kaffee ist zu frisch. Irgendwie so ein bisschen Tabak, nussig. Politur. Aber ganz leicht. Die Politur. Und auch da ist es noch so leicht säuerlich. Eine Zitrusnote ist jetzt falsch beschrieben. Riecht jünger, als es draufsteht. Nur mal so als ein
Zum Einordnen. Aber jetzt nicht blutjung. 20 Jahre. Für 24 fehlt ihm so irgendwie dieser letzte, geruchstechnisch, dieser letzte Schliff, oder müsste das Holz ein bisschen mehr durchkommen, müsste die Frucht noch so ein bisschen vergorener, eher so Pflaumenmus-mäßig sein. Hier war es eben noch so eine relativ frische Pflaume, wie ich gerade sagte. So stelle ich mir das klischeehaft vor. Ist jetzt kein Muss. Okay, ich nehme ihn jetzt einfach unverdünnt. Jetzt kommt das Alter besser durch. Er wird nicht pupstrocken. Es wird leicht staubig. Dazu diese säuerlichen Beeren. Und eine, ich nenne sie jetzt wirklich staubige Note. Kurz davor, trocken zu werden, dass sich der Mund zusammenzieht. Aber es bleibt so leicht belegend. Interessant, hatte ich noch nicht oft. Holzmäßig spielt sich's im Kaffee-Cappuccino-Bereich ab. Es wird nicht wirklich dunkler. Holzeinfluss ist da definitiv, aber für 24 Jahre, erster Schluck, fand ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Nach hinten raus wird's jetzt bitterer. Ich hatte letztens den Nokdu, also Anok oder wie sie sich schimpfen, 18, der wurde überhaupt nicht dunkel vom Holz her. Und hier habe ich das. Das hatte der nicht. Ich will nicht sagen, dass es ihm fehlte, aber fällt mir jetzt ganz schön auf, dieser Unterschied. Das war letzte Woche, als ich den hatte. Diese Sherryfrucht ist nicht wirklich voluminös, süß und irgendwie, soll ich sagen, Datteln, Rosinen, sowas habe ich hier nicht. Wie gesagt, eher säuerliche Beeren, da tobt sich die Fruchtnote hinaus. Finde ich nicht schlecht, sehr individuell. Hatte ich so in der Art noch nicht. Lerne ja gerne dazu. Also ganz anders als zum Beispiel so manchen Signatory Glenlivet, den ich schon hatte, oder auch ein Kleinisch. Fällt mir noch sonst ein. In demselben Alter hatte ich, glaube ich, mal einen Banner Heaven von Signatory aus dem Refill-Bud. Der ging in eine ganz andere Richtung, wie man sich vorstellen kann. Ich versuche es nur gerade irgendwie zu vergleichen. Ich glaube dann am ehesten, obwohl da eine sehr große Differenz oder, naja, sehr große unterschiedliche Aromen auftreten, Glenfarclas Family Cask Serie. Aber dazu kommt diese, wie ich sie oft habe, Kräuternote bei Glenfarclas nicht durch. Also das habe ich jetzt hier nicht wirklich stark. Nicht, dass ich jetzt vielleicht keine finde, wenn ich jetzt will. Aber so in dem Spektrum von der Sherry-Intensität, da spielt sich das irgendwo ab. Ich habe die auch selten, die Glenfarclas-Sachen, wie gesagt, auf der ganz starken Rosinen-Datteln-Seite oder so, sondern auch eher mit mehr Holz und ja, von tropischen Aromen, wenn sie häufiger befüllt sind, bis eben auch so zur Kirsche oder solchen Sachen. Zweiter Schluck. Leicht nussig, staubig, rote Beeren, wie gesagt, mit einer leicht säuerlichen Einschlag,
der dann rüber geht. Ich wiederhole es jetzt 1:1 Richtung Kaffee, Cappuccino, dann zu einer dunklen Schokolade. Ja, und diese Staubnote ist irgendwie interessant, muss ich jetzt sagen. Die Eiche, wie gesagt, für 24 Jahre vielleicht ein bisschen eher im unteren Bereich von dem, was man so oft erlebt. Es ist jetzt hier ein Pancheon, Holzart steht nicht drauf, meine ich. Ich lese noch mal eben. Nein, steht nicht drauf. Diese Pancheons sind ja, meine ich, die größten Fässer, aber ich erkenne das auch bei Glendronach, die haben die ja oft auch nicht so von den Flaschenzahlen unterscheidet sich das, finde ich, nicht großartig zum Butt. Ihr könnt mich aber aufklären. Es kann vielleicht auch einfach an der Form der Fässer liegen. Also Holz ist da, aber nicht zu intensiv, obwohl es dann schon bitter wird. Ne? Grob zusammengefasst. Wir holen mal Wasser raus. Ja, Glenburgie, tut mir leid, ist irgendwie jetzt der Malt dahinter, aber den kann ich jetzt hier nicht beschreiben, dass ich sagen kann, ah, da ist der Brennereicharakter. Generell angenehm, ich merke da jetzt nichts, was mich stört. Gordon McPhail hat den ja auch, glaube ich, in einer normalen Standardabfüllung, also als Wetting mit 43 Volumenprozenten, oder sie hatten ihn mal als 10-Jährigen, ich glaube 21-Jährigen und sowas. Den Eindruck, es hätte nicht ganz so viel gebracht, außer dass meine Kirschwahrnehmung etwas stärker ist. Leichte Vanillenoten kommen hoch und ein paar Kräuter, die ich mir eben abgesprochen habe. Tja, nochmal. Im Mund fand ich es jetzt schon etwas breiter. Die Aromen kommen besser raus. Er wird etwas, ich habe letztens mal beim Malt gesagt, dass er, was, ich weiß noch nicht mehr, was ich genau gesagt habe, dass er cremig, ölig war, viskos oder so. Da hatte ich dann einen bösen Kommentar bekommen, dass es physikalisch gar nicht sein kann bei der Alkoholstärke. Und ich meine es eben von meinem subjektiven Eindruck. Und er hat das gerade auch. Er fühlt sich jetzt mit den paar Tropfen, ich bin ja nicht weit runtergekommen, jetzt wesentlich samtiger an. Diese staubige Note ist so ein bisschen zurückgegangen. Und jetzt habe ich da drauf eben, ich glaube, ich hatte das Wort, sag mal schnell, Sirup genannt. Das hatte ich jetzt hier bei ihm nicht. Aber ich glaube, durch dieses Wort Sirup wurde dabei beim Zuschauer assoziiert, das muss ja eine Art Viskosität haben. Und ich meinte das mit der Aromenfracht. Die Aromen fand ich jetzt, wie gesagt, etwas stärker. Dieser säuerliche Touch, entweder habe ich mich dran gewöhnt oder er war nicht so stark. Und wie gesagt, im Mund generell etwas ausfüllender, angenehmer. Die Aromen wurden besser freigesetzt. Ja. Okay. Ich muss jetzt vom Geschmack her sagen, holt mich viel mehr ab als so ein 8, 9, 10-jähriges, erstbefülltes, dunkles wie die Nacht dastehendes Sherry Butt Einzelfassabfüllung. Irgendwie habe ich es jetzt ein bisschen verdreht, ne? Ihr könnt mir aber, denke ich mal, folgen. Jetzt ist da nur die Sache mit dem Preis. Also für 219 Euro kriege ich von diesen 10-jährigen Abfüllungen dann wirklich, wenn ich es drauf anlege, 2,5 oder so, ne? Nun gut. Die Glenburgie-Liebhaber, ihr dürft euch gerne melden, und ich meine das echt nicht böse. Ich
ich will ja von jeder Brennerei mal was probieren, auch dann irgendwann mal was Jüngeres. Meldet euch, schreibt mir gerne mal drunter, wie sich so ein Glenburgie in Jung irgendwie charaktermäßig darstellt und ob ihr so eine Abfüllung kaufen würdet oder spannend finden würdet. 543 Flaschen, also ein bisschen was ist da. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt der Renner wird. mein Video ist sehr wahrscheinlich auch nur für die Hardcore-Glenburgie-Fans gedacht. Nein, schätzt beiseite, aber ich denke, den wird man noch lange kriegen und bietet wirklich viel. Wenn man jetzt nicht aufs Kleingeld achten muss, finde ich den nicht schlecht. Ich kann ihn mir nicht leisten. Naja, fällt mir auch kein Zacken außer Krone. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.